Leute, wir sind zurück bei Kingdom Hearts Final Mix. Im letzten Part haben wir, die Arena des Olymps erstmal beendet und jetzt, müssen wir hier weg. Entweder habe ich den Cloud-Kampf mit Sieg nochmal rangeschnitten, oder ich habe es gelassen. Wir haben Kerberos nach 3 Versuchen besiegt. Sehr nice. Wir sind eigentlich ja noch viel zu schwach für die Arena des Olymps gewesen. Da ich den Cloud-Kampf nochmal aufgenommen habe, habe ich ihn ja gewonnen. Und dadurch haben wir eine neue Ability bekommen. Ratzefatz. Habe ich mal angelegt. Ist besser als die Rutschattacke im Moment auf jeden Fall. Goofy kann Berserker. Das wusste ich gar nicht. Und Donald kann Jackpot und Goofy Rakete. Goofy kann das. Und Donald kann Berserker. Nice. So, sehr schön. Gehen wir raus. Let's go. Mal gucken, was uns erwartet. Ich bin gespannt in der nächsten Welt. Schauen wir mal. Er ist stark, er ist nett, er ist immer für einen da. Und schön ist er auch. Er ist vollkommen, in jeder Hinsicht, vollkommen nervtötend. Er macht mich wahnsinnig. Moment, warum mache ich mir Sorgen? Ist doch alles arrangiert. Ganz ruhig. Oh, ganz einfach. Soll Herkules doch den Jungen trainieren. Bei den nächsten Spielen kassiere ich sie beide. Wer hat dich denn zu der Party eingeladen? Halt dich da raus. Das ist meine Show. Wie du wünschst. Vielleicht gewinnst du ja tatsächlich. So, da sind wir. Das wären jetzt 3 Sterne. Wir werden aber zuerst nach hier gehen. Das heißt, wir müssen jetzt einmal rumfliegen nach die Stadt Tavers und dann einmal durch. Oder wir machen zuerst die 3-Sterne-Welt. Das können wir gerne auch machen. Die 3-Sterne-Welt wäre, glaube ich, aber jetzt noch ein bisschen zu hart. Deswegen werden wir jetzt leider den Rückweg antreten müssen. So, wie gesagt, die Strecken fliege ich alle nur einmal. Hin- und Rückweg, wenn es möglich ist. Dann schneide ich das. Da das jetzt der Rückweg ist, zeige ich das nochmal. Dann sehen wir die Strecke nochmal auf dem Rücken und ich weiß nicht, ob sich hier noch was verändert auf dem Rückweg. So, alle wegmachen. Ich werde euch auch einmal das Gummischiff-Menü zeigen. Das ist sehr nice in Kingdom Hearts 1. In Kingdom Hearts 2 finde ich das leider nicht mehr so gut. Und ich werde offscreen dann das Gummischiff im späteren Spielverlauf öfters mal umbauen, damit wir auch schneller unterwegs sind und so. Also wundert euch da nicht, es wird nicht ewig so langsam weitergehen. Sind gerade ein bisschen wenig Schiffe, oder? Kommt mir das so vor? Ja, keine Ahnung, was das bringt, dass die an der Seite langfliegen. Ah, jetzt kommen sie. So, gleich müssten wir in Tavers Stadt sein. So, Vorsicht, alle weg. So, haben wir es geschafft? Ja, wir sind da, nice. Reifengummi, wir haben eine Mission geschafft, Weltenkarte. So, auf geht's, hierhin. Wir fliegen sofort weiter. Das ist jetzt eine neue Strecke. So, da kommen schon die ersten Gegner. Oder nicht die ersten, aber die ersten, die uns was bringen. Was geht mit denen ab, Alter? So, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können.
Das brauche ich nämlich später zum Bauen. So, was haben wir hier? Ein Bauplan. Nice. Jetzt weiß ich auch wieder, was diese Kugeln sind. Dann könnt ihr euch die Baupläne von den Schiffen hier holen. Und wenn ihr genug Teile habt, könnt ihr die nachbauen. Okay. So, Sylphie GT1 oder G1 haben wir ja schon. Oh, ups. Ich sollte vielleicht mal nicht dagegen fliegen. Ja, habe ich super gemacht. Läuft bei mir. Ich bin halt richtig schlecht, Alter. So, sehr geil. Landen. Zu spät, zu spät. Ich komme viel zu spät. Oje, oje, oje. Ich bin hier, aber ich sollte da sein. Höchste Zeit, muss noch weit. Oje, die Königin wird sich an meinen Kopf fordern. Yeah. Nice, Hase. Gut, gehen wir erstmal weiter. Hier gibt's wohl nichts zu tun. Los geht's. Nice. Kaninchenbau, wir sind drin. Jetzt muss ich hier aber erstmal gucken. Was geht hier ab? Nix. Gut. Wie ist der so klein geworden? Du bist einfach zu groß. Ah, er spricht. Müsst ihr so laut sein? Ihr habt mich geweckt. Guten Morgen, gute Nacht. Ich brauche noch etwas Schlaf. Warte, was müssen wir tun, um klein zu werden? Warum nimmst du nicht die Flasche da drüben? Okay, los geht's. Trinken wir. Kann ja nichts schief gehen, irgendeine fremde Substanz zu trinken. Nice. Aber... Oh, Kacke. Komm schon! Ja, jetzt sind wir schon besser ausgerüstet dank Ratzefatz. So, wir müssen wieder groß werden, weil ich was vergessen habe. Ach, scheiße, nee. Ich will euch ja alles zeigen. Wir müssen wieder klein werden. So, erstmal zum Knauf. Gut, der schläft. Da kommen wir nicht durch. So, dann wieder hoch. Und wieder groß werden. Und ans Bett. Sehr nice. Jetzt können wir klein werden. So geil, ein Pyropsplitter. Ja, die Gegner sind schon wesentlich schwächer. Wir nehmen auf jeden Fall, wie gesagt, jeden Gegner mit. Wir brauchen die Level. Tschüss. Gut, damit hätten wir alle Gegner. Gehen wir durchs Tor. Herztribunal. Hey!
vor Gericht tagt. Ich vor Gericht? Aber warum? Ihre Majestät, die Herzkönigin, führt den Vorsitz. Das Mädchen ist schuldig. Da besteht kein Zweifel. Die Begründung ist, weil ich es so sage, deshalb. Das ist unfair. Nun, hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Natürlich. Ich habe absolut nichts Falsches getan. Du bist die Königin, aber das gibt dir nicht das Recht, so gemein zu sein. Ruhe! Du widersprichst mir. Hey Jungs, wir sollten ihr helfen. Ja, aber wir. Dies ist eine fremde Welt. Das heißt, wir würden uns einfischen. Genau. Und das ist gegen die Regeln. Das Gericht befindet schuldig in allen Punkten. Schuldig der Beleidigung und des versuchten Diebstahls meines Herzens. Ab mit dem Kopf! Nein, nein, bitte nicht! Halt, aufhören! Wer bist du? Du wagst, meine Verhandlung zu stören? Entschuldigung, aber wir kennen den wahren Schuldigen. Aha, das sind die Herzloben. Jedenfalls ist sie nicht diejenige, nach der ihr sucht. Das ist Unsinn. Hast du Beweise? Bringt mir Beweise für Alice Unschuld. Sonst heißt es, ab mit all euren Köpfen. Sammelt so viele Beweise, wie ihr wollt. Erstattet Bericht, sobald ihr soweit seid. Ja, danke. Das war ja super. Hast gut gemacht, Sora. Bist ein richtiger Lappen, aber was soll's. So, speichern wir erstmal. Hier. So, und dann suchen wir nach Beweisen. Reden wir aber erstmal mit dem Hasen oder so. Brudi, rede mit mir. Vor euch sitzt ihre königliche Majestät, die Herzkönigin. Ach, ist mir scheißegal, wer da sitzt. Kann ich da eigentlich rauf? Hab ich noch nie ausprobiert. Soll ich mal tun? Ja, tatsächlich. Du solltest schnellstens Beweise erbringen. Wer seid ihr? Ich bin Sora. Ich bin Goofy. Und das ist Donald. Freut mich, euch kennenzulernen. Auch wenn die Umstände angenehmer sein könnten. Tut mir leid, dass ihr mit hineingezogen wurdet. Super. Sprecht nicht mit der Angeklagten. Halt dein Maul, du Spasti. Ich habe in der Tat einen Verdächtigen gesehen. Nämlich dich. Ja, danke. Wer bist du? Wer wohl? Arme Alice, bald verliert sie ihren Kopf, dabei ist sie völlig unschuldig. Hey, wenn du weißt, wer es getan hat, sag es uns. Die Tigerkatze weiß alles, aber sagt nicht immer alles. Die Antwort, der Schuldige die Katze, alles liegt im Dunkeln. Warte! Sie haben den Wald verlassen, aber ich sage nicht, durch welchen Ausgang. Es gibt 4 Beweisstücke. Es ist ein Kinderspiel, 3 davon zu finden. Das 4. ist schwierig. Es wartet eine Belohnung, wenn ihr alle findet. Können wir ihr trauen? Vertrauen oder nicht vertrauen? Ich vertraue darauf, dass ihr euch entscheidet. Gut. So, das könnte jetzt lustig werden. So, den haben wir weggemacht. Gib mir Potion, dann schenke ich dir Größe. Ja. Gib mir Äther. Weil jetzt ist das Problem, ich glaube, wir haben keine Potion mehr. Hier ist aber ein Triogramm. B-
Beweis, Fußspur erhalten. Scheiße. Zwei Potions haben wir. Wow. Die Gegner hier rasieren wir alle mittlerweile relativ easy weg. Jetzt müssen wir trotzdem erstmal gucken. Ich glaube tatsächlich, eins der Beweisstücke war relativ schwer zu finden. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Truhe. Der 17., der 16., 17. und 18. Welp ist zurück. Damit werden wir wieder klein. So, hier haben wir ein weiteres Beweisstück. Stachel. Gut, hier geht's nicht weiter. Also jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall. So, einmal rüber. So, und hier kommen wir sonst auch nicht weiter gerade. Blume! Ach so. So, erst einmal die Frucht. Dann so und dann können wir das essen. Ich hoffe, ich mache alles richtig. So, weil die gelben Blumen haben immer so einen Effekt. Ich glaube, wir müssen die auch aktivieren. Gib mir Potion. Damit geht's. Ja, scheiße. Die hatte diesmal keinen Effekt. Das ist blöd gelaufen. So, die sind schnell gestorben. Gut, da kommen wir erstmal nicht weiter. Ich glaube nur hier. So, Vorsicht, dann können wir nämlich jetzt hier rüber. Genau. Wunderzimmer. Gut, aber bringen tut uns das auch nichts. Da sind übrigens die letzten beiden Beweisstücke. Da hinten rüber kommen wir leider auch noch nicht. Dafür brauchen wir erst eine bestimmte Fähigkeit. Die haben wir noch nicht. Ah, Momentchen mal. Verdammt. Und jetzt haben wir kein Potion mehr, ne? Oh, das wird jetzt richtig ätzend. Weil mit Pech darf ich jetzt schneiden und muss mir erstmal Potions besorgen. So, es sieht ganz danach aus, als müsste ich schneiden. Super, läuft richtig gut. So, dann speichere ich aber erstmal hier. Leute, dann sehen wir uns gleich an dieser Stelle wieder, wenn ich mir Potions geholt habe. Leute, ich bin zurück. Ich habe mir ein paar Potions besorgt. Ich durfte dafür ganz bis nach Traverse Stadt zurück. 5 Stück. Das sollte hoffentlich reichen. Wir werden schauen, was sich machen lässt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine Potion davon opfern muss. So viel steht fest.
So, und ich habe diesmal gespeichert mit den Potions. Das heißt, wenn wir die verkacken, dann mache ich einfach einen Cut und lade das Spiel neu. So, ja, erstmal töten wir die jetzt, würde ich sagen. Ihr hättet natürlich auch die ganze Zeit nach Gegnern suchen können und versuchen können, von denen Potions zu droppen. Das dauert aber einfach viel länger. So, als erstes einmal hier rein. Weil jetzt können wir einmal hier rauf. So, und das sollte auch passen dann. Gut, diesmal sollten wir es haben. So, weil jetzt können wir da nämlich lang und können die letzten beiden Hinweise holen. Vorsicht. So, das machen wir jetzt nicht. Wir gehen einfach hier lang. Zack. Zack. Und hier rein. Genau, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Und rüber. Nice. Beweis, Kralle. Schaut, schaut. Ihr habt es gefunden. Sehr gut. Jetzt können wir Alice retten. Seid euch nicht so sicher. Sie mag ja unschuldig sein, aber was ist mit euch? Was meinst du damit? Ich werde nichts sagen, aber euch etwas geben. Die Kraft der Kälte halten. Geil, Eis. Gut, noch sind wir nicht fertig. Es gibt ja noch einen Hinweis. Komm schon! So, und der ist da oben, wie ihr seht. Komm schon! Sehr schön. So, ein Hinweis müssen wir leider noch aufspüren. Kommen wir nicht drum rum. So, und ich weiß noch, wo der ist. Wir müssen einfach nur hier lang, hier hoch und hier rein. Wunderzimmer, let's go. Geruch. So, den haben wir weg. Ich wäre ja auch mal wieder echt zufrieden mit ein paar Level, Alter. So, damit haben wir alle Beweise, alle 4 Stück. Mehr gibt es nicht zu holen. Dann los geht's. Ach, scheiße. So, jetzt müssen wir hier hoch und rüber. Was stehst du da herum? Ach so, ups. Ich glaube, wir müssen hier hin, ne? Nein. Warum bist du überhaupt angeklagt? Glaub mir, das würde ich auch gerne wissen. Man hat mich von Anfang an für schuldig befunden. Das ist verrückt. Könnt ihr neue Beweise erbringen? Ja. Nun denn, der Verteidiger möge vortreten. Mal sehen, welche Beweise ihr gefunden habt. Es sind zwar eine Menge Beweise, aber das beeindruckt mich noch nicht. Karten, bringt meine Beweise vor. Alle 5 Beweisstücke zu überprüfen wäre verlorene Zeit. Also dann, wähle eins aus, das du präsentieren willst. Anhand des Beweises werde ich das Urteil sprechen. Was? Nach all unseren Bemühungen? Du widersprichst? Dann verlierst auch du deinen Kopf. Wähle nun, eine Schachtel. Das ist so fies. Es gibt, glaube ich, Leute, klärt mich bitte auf, aber es gibt keine Möglichkeit, die zu unterscheiden. Das heißt, es ist ein reines Glücksspiel, was wir hier nehmen und was nicht. Ich glaube, ich nehme die in der Mitte einfach. Bist du sicher? Es gibt keine zweite Chance. Ich bin mir sicher. Nun werden wir sehen, wer der wahre Schuldige ist.
Was um Himmels Willen war das? Hier ist der Beweis. Alice ist unschuldig. Ruhe, ich bin hier das Gesetz. Laut Artikel 29 ist jeder, der mir widerspricht, schuldig. Das ist verrückt. Ergreift sie. Schnappt ihr euch, ihr Teufel! Ja gut, nice. Wir müssen den Turm zerstören. Au! Gott, geh mir die Karten auf den Sack, Alter! So, sehr schön. Nice! Jemand hat sie während des Kampfes entführt. Ihr Trottel! Findet den wahren Schuldigen, egal wie! Beeilt euch! Ja, danke. Jetzt haben wir die Aufgabe, den wahren Schuldigen zu finden. Das wird ja nice. Dann mal los! So, ich glaube, hier sind wir jetzt gerade falsch. So, einmal nochmal raus. Wir müssen, glaube ich, erstmal hier lang. Hast du Alice gesehen? Hast du Alice gesehen? Alice? Nein. Schatten? Ja. Wo sind sie hingegangen? Hier entlang, da entlang. Ist das so wichtig? Links, rechts, oben, unten. Alles durcheinander, dank der Schatten. Tretet ein in den Wald, der zum einsamen Garten führt. Vielleicht findet ihr Schatten im Kopfüberzimmer. Oh, Kacke, Alter. Jetzt kommt der nächste Fettsack angelaufen, Alter. Komm schon! Komm schon! Oh, scheiße. Der Fettsack will uns umrennen. Naja, Donald regelt natürlich. Kennen wir ja. Tschüss. So, komm, töte ihn. Boom, weggemacht. So, Vorsicht. Naja, was heißt Vorsicht? Wir sind mega strong, also gegen die hier jetzt. Das ist ein bisschen hart lächerlich, aber was soll's. So, aber wenigstens geben die immer ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Das gefällt mir sehr gut. Ich hätte halt, wie gesagt, nur ein bisschen mehr Ability Points. So, das war's. Alter, hörst du mal auf damit? So, tschüss. Furchtbar. Okay. Jetzt sind wir hier. Da müssen wir wohl durch die Tür. Wunderzimmer. Sie verstecken sich irgendwo. Die Mumenreth ausgraben. Ihr wollt die Schatten finden? Macht das Licht an.
Alles klar, machen wir das Licht an. Aber den Schatten werden wir wohl erst im nächsten Part machen. Nice. Oh ja, komm. Schon wieder dieser dämliche Fettsack, Alter. Kannst schön vergessen, Alter. Au! Der Fettsack mit seinen wuchtigen Pranken, Alter. So, das war's. Goofy, kannst du überhaupt irgendwas richtig? Glaube nicht, ne? Was frag ich eigentlich? Es ist nicht hell genug, ihr braucht mehr Licht. Wasch jetzt! Ein Licht müsst ihr noch anmachen. Alle Lichter sind an. Gleich seht ihr die Schatten. Sie sind in diesem Raum, aber nicht hier. Die Schatten schnappen sich vielleicht auch Herrn Knauf. Gut, die Schatten sind an. Jetzt müssen wir nur den Rückweg finden. Von wo sind wir denn gekommen, lol? Von hier, genau. Raus hier. So, erstmal den ganzen Weg zurückgehen. Und perfekt. Leute, hier werde ich den Part aber beenden. Im nächsten Part werden wir sehen, was die Schatten sind. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Kingdom Hearts Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann.